Unglaublich, Leute. Die zweite Partie im Finale der Beyblade-Weltmeisterschaften konnte Ryuga für sich entscheiden. Und das heißt, dass mit Hilfe ihres früheren Gegners Gang Gang Galaxy wieder gleichgezogen hat. Es steht damit 1:1. Welches der beiden Teams wird sich nach dem anschließenden Finalkampf die Nummer 1 der Welt nennen dürfen? Wird es unser Team Starbreaker sein? Oder wird es das japanische Team Gang Gang Galaxy sein? Die ganze Welt fiebert der Entscheidung entgegen. Für den Finalkampf Jinga gegen Damien muss die Arena erst noch wieder instand gesetzt werden. Was für eine Sauerei! Das haben wir nur Ryuga zu verdanken. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum Ryuga uns geholfen hat. Lass dich nicht täuschen, es ging ihm nicht darum, uns zu helfen. Hä? Wie meinst du das? Ryuga wollte damit nur seinen eigenen Feind schlagen. Feind? Ja. Ryuga, wieso hast du... Jetzt mach mal halblang. Hä? Ich habe noch eine Rechnung mit einem Geist aus der Vergangenheit offen. Aus der Vergangenheit? Ja, ihr Hyänen werdet eure Frechheit noch bedauern. Ich kenne zwar die näheren Umstände nicht. Aber eins steht fest, Ryuga hat einen Hass auf die HD Academy. Hm. Jetzt erinnere ich mich, Sio hat ihn doch damals verfolgt, als wir sie getroffen haben. Weißt du noch, was Ryuga zu uns gesagt hat? Das muss wohl mit diesem Arrangement zu tun haben. Hä? Arrangement? Was ist das, Ryuga? Spielt keine Rolle. Ryuga! Jinga? Ja? Nehmt euch vor dem US-Team in Acht. Nehmt euch vor dem US-Team in Acht, hat er gesagt? Ja. Ryuga muss etwas über sie wissen, von dem wir keine Ahnung haben. Kann es etwa sein, dass Sio und Toby in Gefahr sind? Wahrscheinlich. Was das anbelangt... Dad? Sehen wir jetzt klarer. Wir haben Nachforschungen angestellt, was die HD Academy anbelangt. Wir mussten sie einmal gründlich überprüfen. Und? Was ist dabei rausgekommen? Wir müssen es unbedingt wissen. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Hikaru? Ja, Direktor. Wie wir euch ja bereits gesagt hatten, hat die HD Academy die besten Blader der USA angeworben, um die Beyblade-Weltmeisterschaften zu dominieren. Aber Hikaru, was ist schon dabei, wenn man Blader anwirbt? Kein Problem, solange die Blader darüber selbst entscheiden. Aber es gibt da etwas, das sehr merkwürdig ist. Hä? Nicht alle Blader, die angeworben wurden, haben auf einem hohen Level gespielt. Einige von ihnen haben noch nicht einmal im Leben gewonnen. Was? Es ist Jack! Er war der Letzte auf der Rangliste, bevor er der HD Academy beigetreten ist. Hä? Fast jeder dieser unbekannten Blader hat sich aus irgendeinem Grund bei denen eingeschrieben. Innerhalb weniger Wochen wurden sie unglaublich stark und tauchten immer mehr bei Turnieren auf. Und Jack ist dann genauso wie Sio über Nacht stark geworden? Mit welchen Trainingsmethoden kann man innerhalb so kurzer Zeit so stark werden? Die Antwort darauf liegt in diesem Mann begründet. Wer ist er? Der Besitzer der HD Academy und Manager des Teams Starbreaker, Dr. Ziggurat. Ist er Arzt? Eine Autorität auf dem Gebiet der Energiefelder und darüber hinaus einer der weltbesten Neurologen. Neurologe? Ein Nervenarzt? Ja. Allerdings hat sich dieser Mann vor einigen Jahren von der offiziellen Wissenschaft verabschiedet und selbst eine Gesellschaft gegründet, nämlich die Hades-Gesellschaft. Das HD in HD Academy kommt von Hades, dem Namen der Gesellschaft. Okay, aber warum hat er das gemacht? Wieso will er durch Beybladen die Nummer 1 der Welt werden? Ich glaube, er will seine Forschungsergebnisse am Beybladen demonstrieren. Forschung? Welche Art von Forschung? Hikaru? Gut. Bitte seht euch das einmal an. Oh. Noch ein einziger Schlag und Masamune hätte das Match bereits für sich entschieden. Aber Sekunden später findet in Sios Körper ein Wechsel statt. Masamune, du bist derjenige, gegen den ich nicht verlieren werde. Ich verliere nicht gegen einen Verräter. Hikaru? Ja. Masamune, du hast uns im Stich gelassen.
Deswegen mussten Tobi und ich in diese Lage kommen. Daran bist nur du schuld. Abgesehen davon, dass du ein Verräter bist, stehst du mir im Weg. Was ist da los? Genau dasselbe Phänomen, das wir auch bei Jack beobachtet haben. Ich werde gewinnen, wenn ich jetzt nicht das Kunstwerk vollende. Wann dann, hä? Ich muss meiner Schöpferkraft Ausdruck verleihen. Bei Weltklasse-Beybladern kann es gelegentlich zu sprunghaften Verbesserungen kommen und auch ihre Kraft kann sich während eines Kampfes enorm steigern, aber weder Zio noch Jack sind besonders gute Blader gewesen. Diese Steigerungsrate ergibt keinen Sinn. Ziggurat ist ein Gehirnspezialist. Es sieht aus, als ob er irgendeinen perversen Weg gefunden hätte, wie er die Leistung seiner Versuchskaninchen steigern kann. Aber wie? Das heißt, dass er ihre Kraft künstlich steigern kann? Und sie ganz ohne Training stärker werden lassen kann? So ist es. Normalerweise muss man, um 100% seiner Leistung zu bringen, lange und hart an sich gearbeitet haben, meine Freunde. Ziggurat versucht mit seiner Wissenschaft, diesen Weg etwas abzukürzen. Aber verstößt sowas nicht gegen die Regeln? Das muss es doch. Es ist nicht fair, wenn jemand so stark wird, ohne überhaupt zu trainieren. Aber Ziggurat holt auf diese Weise nur die Talente hervor, die ein Blader ohnehin hat. Schwer zu sagen, ob das gegen die Regeln verstößt oder nicht. Allerdings ist das, was er da im Verborgenen treibt, auf alle Fälle gefährlich. Wer wirklich stärker werden will, sollte sich an echten Kämpfen testen. Man braucht Erfahrungen aus echten Kämpfen, um sie beim nächsten Mal einzusetzen. Und man muss in Topform sein. Das ist der Weg, wie sich ein echter Blader verbessern sollte. Es wäre doch furchtbar, wenn die persönliche Entwicklung durch Wissenschaft ersetzt würde. Wir wollen ja auch keine Retortenbabys, die dann Bälle mit 200 Stundenkilometern werfen können, oder? Es hat sich gezeigt, dass die meisten Blader der HD Academy es nicht schaffen. Die meisten kommen damit einfach nicht klar und tragen körperliche oder mentale Schäden davon, was das Ende ihrer Blader-Karriere bedeutet. Wie schrecklich! Und als die HD-Blader einer nach dem anderen durch Verletzungen ausfielen, wurde aus den letzten dreien das Team Starbreaker geformt. Deswegen hat Ziggurat auch nicht nach guten Bladern gesucht, sondern nach Bladern, die seine Experimente aushalten. Also das ist es. Auch wenn es bedeutete, dass ich ein Versuchskaninchen in seinen perversen Experimenten wurde. Zio hat mir das auch erzählt. Um Tobi zu retten, hätte er sich zur Verfügung gestellt. Als Versuchskaninchen? Zio, wenn du wüsstest, worauf du dich da eingelassen hast. Ich werde nicht verlieren. Ich darf nicht verlieren. Nicht jetzt. Wenn ich verliere, wird Tobi sterben. Jetzt verstehe ich endlich, was er damit gemeint hat. Wenn er die Leistung nicht bringt, sind er und Tobi geliefert. So ein Wahnsinn. Das ist doch unglaublich. Das ist nicht fair. Freunde gegeneinander auszuspielen, um ein Bay-Turnier zu gewinnen. Und das alles nur, um seine Forschungsergebnisse vorzuführen? Damit muss Schluss sein. Dafür haben wir bei den Weltmeisterschaften nicht gekämpft. Wir sind nicht die Versuchskaninchen von diesem Ziggurat. Jinga. Okay, das reicht jetzt. Ich habe keine Ahnung von diesen Arrangements, aber ich werde gegen diese Typen nicht verlieren. Ich werde ihnen zeigen, was ein echter Bay Spirit ist. Ich werde auch den nächsten Kampf mit fairen Mitteln gewinnen. Boom, Baby! Sei bitte vorsichtig, Jinga. Es könnte nämlich sein, dass wir Ziggurat damit einen Gefallen tun. Du bist der perfekte Blader für seine Forschung. Ich? Wie meinst du das? Unsere Nachforschungen über Hades Incorporated haben ergeben, dass die Gesellschaft enge Verbindungen zu einer anderen uns bekannten Organisation hat. Welche Organisation soll das sein? Eine, die du nur zu gut kennst. Auch wenn es uns nicht gefällt. Es ist die Dark Nebula. Die Dark Nebula? Schnallt euch an! In wenigen Augenblicken beginnt der Finalkampf! Also gut, lass uns die Sache zu Ende bringen. Ich verlasse mich auf dich, Damien.